Die hat ja lustige Haare. Immer noch lustige Haare. Nun gut, ich zähle auf dich, Champion Emila. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Ich freue mich schon riesig darauf. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Oh, Verzeihung. Hey, Naira. Wer war das? Kein Wunder, dass sie deine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echt der Wahnsinn. Ich wäre auch gern so stark und cool wie sie. Aber da bin ich nicht die Einzige. Jeder Pokémon-Trainer himmelt sie an. Also der Champ ist nicht der... Was? Übrigens, erinnerst du dich noch daran, was ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast doch gesagt, dass du nicht wüsstest, was dein Ziel sei, oder? Also, ich habe da eine Idee. Willst du nicht auch versuchen, ebenso wie ich, einen Champ-Rang zu erreichen? Okay. Echt, das ging ja flott. Aber lass mich erstmal erklären, was es damit auf sich hat. Trainer, die den Champ-Rang wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnen sie dich mit dem Champ-Rang aus. Aber um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht nur, am Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arenen bezwingen und dir so die jeweiligen Arena-Orden schnappen. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde, die du überwinden musst, die Champ-Prüfung. Wenn du die bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Rang. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ich will jetzt hier nicht rumprallen, aber... Bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ-Rang erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besondere freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht. Das letzte Mal fing sie gleich nach der Aufnahme in der Akademie an. Man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz auf eigene Faust. Das ist ein Heidenspaß. Was habe ich dann Akademie? Wo ich so darüber nachdenke, vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, nach dem ich gesucht habe. Was hat es jetzt mit der Nummer 1 auf sich? Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker werden zu können, Naira. Weißt du was? Ich trage die Arenen einfach schon mal in deiner Karten-App ein. Okay. Der Weg des Champs. Denk mal drüber nach. Bei uns im Kollegium wimmelt es nur so von Unikaten. Ich muss an mir arbeiten, um auch etwas mehr herauszustechen. Ich habe noch irgendwas in der Mensa zu tun. Zurück in die Mensa. Muss ich essen? Aber ich vergesse mit irgendwem zu reden. Ja, eigentlich nicht. Aber ich muss essen. Ich muss Geld ausgeben. Was für eine blöde Schule. Nein, wie nein? Was? Ich muss essen. Nee, will ich weg. Ich hab B gedrückt. Ich finde das gut, nicht gut. Ich nehme das Eier-Sandwich. Achso, ich muss nicht essen. Ich hab doch mit allen geredet. Zu spät, hab gegessen. Ja, aber du musst nicht $950 für ein Sandwich bezahlen. Also, ich habe mit denen da geredet.
Ja, ich weiß. Der da geredet. Nein, es ist kein Obst. Es ist kein Pokémon, so rum. Ich habe mit den blöden Kindern geredet. Ich habe mit dem da geredet. Nerv nicht. Der redet nicht mit mir. Ich habe mit der da geredet. Und ich habe mit dem Curryheini geredet. Da ist niemand mehr. Ansonsten redet keiner mit mir. Ich bekomme aber auch nicht 470 dafür, die Haustiere von kleinen Kindern zu verklappen. Wie jetzt? Ja, wer denn? Hm. Der da nicht. Warum ist der ansprechbar? Ja, ich weiß, wer du bist. Ganz genau, dein Erinnerungsvermögen kann sich sehen lassen. Du brauchst dich nicht vorzustellen. Dein Name ist Naira, stimmt's? Die ganze Akademie redet über dich, weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier aufgekreuzt bist. Normalerweise setze ich keinen Fuß in die Akademie, aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um dich, kleine Berühmtheit, zu treffen. Ich hätte nämlich eine Bitte. Könntest du mir deine Stärke leihen, um meinen Traum eine Wirklichkeit werden zu lassen? Was? Warum ich? Was? Hey, da habe ich dich neugierig gemacht, was? Das würde dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich liebe Picknicks. Und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an. Ich recherchiere im Moment Gerichte, die Pokémon wieder gesund machen. Letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen, die einen ganz flott fit machen sollen, wenn man sie zu sich nimmt. Sie werden Geheimgewürze genannt. Von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt 5 verschiedene Arten geben. Man braucht nur den Gewürzpulver zu lecken und schwupp, der Körper erhält Nährstoffe. Der Kreislauf kommt in Schwung. Der Altersprozess wird verlangsamt und das Immunsystem wird gestärkt. Angeblich soll es diese Gewürze nur hier in Paldea geben und sie sind super selten. Aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht. Deshalb bekommt man sie nicht so leicht in die Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen. Das kommt mir bekannt vor. Das Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten kompakte und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erhielten hatten. Der war auch wie ein Don Pan. Sag ich doch. Durch Zufall gelang ein Mitglied des Observierungstrupps dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan, doch die Textur ihres Körpers sowie die Art der Fortbewegung nachzuurteilen, musste sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Ja. Ich würde die Gewürze ja selber beschaffen, aber Pokémon-Kämpfe sind nicht meine Stärke. Freunde mit starken Pokémon habe ich auch keine. Und die Schulsprecherin will ich nicht um Hilfe bitten. Aber du scheinst eine gute Kandidatin zu sein, deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir dabei helfen würdest. Nein. Halt, Moment. Du musst mir nicht jetzt sofort antworten. Lass mich einfach schon mal die Orte auf deiner Karten-App markieren, an denen sich die Herrscher-Pokémon vermutlich rumtreiben. Nein, antworte mir nicht. Hier sind die Orte. Ciao. Die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon wurden auf deine Karte eingetragen. Der Pfad der Legenden. Die genauen Details erkläre ich dir später, aber hier nimm das als kleines Dankeschön dafür, dass du mir zugehört hast. Danke. Also dann, denk schon mal drüber nach. Tja, muss ich ja wohl, oder? Mein Telefon klingelt.
Naira? Du erhältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Welcher Arsch. Wer ist da? Mein Name ist Cassiopeia. Ich weiß, wer du bist. Eine Pokémon-Trainerin mit viel Potenzial. Dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten. Naira, du kennst doch sicher Team Star. Ja. Dort ist die Sache schnell erklärt. Team Star wurde von Schülern der Akademie gegründet, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie verbreiten Unruhe an der Akademie und machen nichts als Ärger. Dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden. Mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternstaub zu verwandeln. Der Name dieses Unterfangens lautet Operation Stardust. Für diesen Plan benötige ich Verbündete. Denkst du nicht auch, dass du die Richtige dafür wärst? Nein. Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden. Mehr Informationen erhältst du später. Das war vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. Die hat mein Handy gehackt. Oh, Naira. Bitte achte darauf, etwas leiser zu sprechen, wenn du in der Akademie einen Anruf entgegennimmst. Oh, sorry. Du willst doch nicht, dass jemand deine privaten Gespräche mithört. Das kann gefährlich sein. Heutzutage muss man auf so vieles Acht geben. Man hat es wirklich nicht leicht. Nun denn, auf bald. Das ist bestimmt der Chef von Team Star. Team Star. Bis Wiedersehen. Naira wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Wer was? Ich wiederhole. Naira wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Tja. Verkackt. Vincent York, wenn der Lars Mathe unterrichtet, lässt sich erstaunlich viel über Pokémon-Kämpfe lernen. Ich finde den Sprachunterricht echt toll, auch wenn er nicht so viel mit Pokémon zu tun hat. Wenn ich mich für den Kampfkurs anmelde, werde ich bestimmt stärker. Bücher. Dieses violette Buch trägt den Titel Purpurbuch. Möchtest du darin lesen? Ja. Welches Kapitel möchtest du lesen? Ach du Scheiße. Der Schlund von Paldea, Fotografie. Vom Observationstrupp am Ort des Einstiegs. Gutes Wetter bescherte uns einen Aufbruch nach Plan. Zwar streckt sich der Schlund nahezu endlos hinab, doch Wolken versperrten die Sicht auf den tiefsten Punkt, wo laut der Legende ein Schatz liegen soll. So begannen wir also unseren Abstieg. Zone 0. Die Erkundung von Zone 0. Inmitten des Schlundes von Paldea erstreckt sich die wundersame Welt von Zone 0. Dem staunenden Auge zeigen sich Gebilde, Pflanzen und Pokémon, die noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Ob tief in dieser für Menschen lebensfeindlichen Umgebung noch etwas anderes Unbekanntes ruht? Dieses Foto wurde bei einer Rast am Tag 2 der Expedition geschossen. Man beachte die seltsamen Symbole auf dem Boden. Ob sie wohl von Schatzsuchern aus der Zeit des Paldeanischen Imperiums stammen oder gar noch älteren Datums sind? Jedenfalls scheinen sie eine ganz bestimmte Bedeutung zu haben. Na, als die gesamte Bibliothek liest, wird sie heute nichts anderes mehr machen. Die Karte von Zone 0. Über die spiralförmigen Abhänge im Inneren von Zone 0 kann man in die inneren Tiefen vordringen, wo es sogar Pflanzen und Wasserquellen gibt. Am tiefsten Punkt schlummern uralte Legenden zufolge kostbare Edelsteine und wundersame Früchte und in dem Schutz eines Wächters. Die Pokémon von Zone 0. Diese Zeichnungen stammen von einem Mitglied des Observationstrupps. Überraschenderweise unterschieden sich die Pokémon, die wir in der oberen Schicht antrafen, kaum von jenen außerhalb des Schlundes. Aus den Schichten weiter unten vernahmen wir Indes zuweilen recht absonderliche Rufe. Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten, das kommt mir bekannt vor.
die Geheimgewürze. In Zone 0 stießen wir auf gar sonderbare Pflanzen, die einem bei Verzehr alsbald zu Kraft verhelfen. Wir nannten sie Geheimgewürze und wollten sie in Teilen Paldeas anbauen. Doch Pokémon fraßen sie, ehe sie reifen konnten. Die Pokémon wurden dadurch so groß und stark, dass wir sie Herrscher nannten. Die geheimnisvolle Tafel. Bei unserem Abstieg in Zone 0 fanden wir unter der Erde eine mit seltsamen Zeichen versehene Tafel. Sie war aus unverwüstlichem Metall angefertigt, dessen Bestimmung unsere wissenschaftliche Kenntnis überstieg. Zu welchem Zweck und vor allem auf welche Weise man diese Zeichen hinterlassen hatte, bleibt ein Rätsel. Aus ein paar Kapitel. Die Legende vom Schatz. Seit dem Beginn unseres Abstiegs war eine halbe Ewigkeit verstrichen, ehe wir endlich den tiefsten Punkt des Schlundes erreichten. Dort fiel der Blick auf eine Höhle mit Wänden aus glitzerndem Edelstein. Ob es sich bei dem grellen Funkeln, das mir die Sicht nahm, wohl um den Wächter des Schatzes gehandelt haben mag? Wer weiß. Ein wundersames Pokémon, das kommt mir auch bekannt vor. Skizze eines wundersamen Pokémons. Die Zeichnerin des Trupps ließ sich von der Kompaktheit und Grausamkeit des rätselhaften Pokémon, welche die mittleren und unteren Schichten von Zone 0 bevölkern, zu dieser ausgedachten Darstellung inspirieren. Es kommt mir bekannt vor. Ich habe es in meiner Tasche. Eine rätselhafte Erinnerung. Während der Erkundung des tiefsten Punktes verlor ich den Trupp aus den Augen und wurde später bewusstlos aufgefunden. Mir war, als hätte ich mit jemandem und einem seltsamen Ort gesprochen. Oder war es nur ein Traum? Die links zu sehenden Notizen in meiner Handschrift trug ich bei mir, aber ich erinnere mich an nichts. Wo steht er? Die Förderer der Expedition, der Direktor der Traubenakademie nebst Verfasser. Die Forschungsdaten werden der Akademie zur Verfügung gestellt, ohne deren finanzielle Hilfe die Erkundung von Zone 0 nicht möglich gewesen wäre. Mögen sie der Forschung an jener ehrenwerten Institution sowie der Ausbildung künftiger Forscher zugutekommen. Über den Verfasser. Diese Abbildung zeigt Alondo, dem Verfasser des Purpurbuches, nebst Partner Mopex. Aber was sieht so anders aus? Seines Zeichens Schriftsteller und Naturkundler wurde Alondo in der Observationstrupp zur Erkundung des Schlundes von Paldea berufen und verfasste nach seiner Rückkehr diese Zeilen. Mopex half dem Trupp als Lastenträger. Und Pokémon wie eine Pfeife? Als ich mich allein wiederfand, war mir, als hätte ich tief im Schlund ein seltsames Etwas entdeckt. Ich wusste weder, ob es ein Pokémon war, noch ob es überhaupt lebt. Meine Höhle bestand aus zahllosen, geschichteten Sechsbecken, die heller funkelten als Edelstein. Seiner Gestalt gleicht dieses etwas einer Scheibe. Okay. Wohin möchtest du gehen? Nein! Oha. Das ist voll der Müll hinter dem Schrank. Ich will das mal an. So eine kurze Pause, bitte. Ich glaube, das war's mit Lesen. Oh nein, guck mal, ein blaues Buch. Pokémon und ihre Wesen. Ähnlich wie bei uns Menschen verfügt auch jedes Pokémon über sein ihm gegebenes Wesen. Es beim Picknick zu beobachten, kann Auskunft über sein Wesen geben. Rennt es zum Beispiel rundherum oder zieht es sich schläfrig zurück? Das Wesen eines Pokémons hat außerdem geringfügig Auswirkungen auf seinen Statuswerte. Beispielsweise steigt der Angriff von Pokémon mit dem Wesen Hart schneller, ihr Spezialangriff indes langsamer. Eieiei, ach du Scheiße. Ja, irgendwo hin. Wusstest du, dass die Akademie vor 805 Jahren gegründet wurde?
Schulordnung. Kleidung. Es sind die von der Akademie gestellten Uniformen zu tragen. Haare, keine Beschränkungen, sonstiges. Alle Schüler haben sich vorbildlich und umsichtig zu betragen. Zusatz. Während der freien Projektarbeit dürfen Schüler die Paldea-Region frei erkunden. Aus Sicherheitsgründen ist das Betreten des Schlunds von Paldea jedoch strengstens verboten. Finde ich nicht gut, ich will aber rein. Ich will eine freie Projektarbeit über den Schlund von Paldea machen, so funktioniert das nicht. Es gibt ja Super- und Hypertränke, aber welche der beiden Tränke heilt ein Pokémon mehr? Hypertrank. Ich habe meinen Lehrer mit so vielen Fragen gelöchert, dass er sich meinen Namen gleich gemerkt hat. Das ist schlecht. Macht keinen Spaß, wenn mich niemand lobt. Nein, Buch. Schülerverzeichnis. Oh ja. In diesem dicken Buch stehen die Namen und Eckdaten sämtlicher Schüler der Akademie. Sieht aus, als wären die neuesten Seiten herausgerissen worden. Was? Wer macht denn sowas? Den Monitor kann man sich schlau machen, wohin man eigentlich gehen möchte. Ich dann wohl weniger auf Verlaufe? Nö, glaub ich nicht. Oh, komm mal da jetzt hoch. Mehr Bücher. Was? Steam-Eier? Hier steht ein Magazin mit dem Titel Sportwoche Paldea. Ach, Team Star! Sportwoche Paldea. Der Snowboarder mit den coolsten Tricks hat erneut einen Titel für sich beansprucht. Mit dem Sieg beim Figo Monta Cup gewann die Nummer 2 der Snowboard-Weltrangliste zum 6. Mal in Folge einen regionalen Wettbewerb in Paldea. Wenn jemand glaubt, es mit mir aufnehmen zu können, bin ich für eine Herausforderung jederzeit bereit. Dieses selbstbewusste Statement hat sichtlich das Feuer in seinen Konkurrenten entfacht. Wir freuen uns auf den Montanata Cup in 2 Wochen.